Willkommen zurück, Freunde, wir spielen Unterhaltung hier bei Indiana Jones und der Turm von Babel. Folge unendlich. Ich weiß gerade nicht, wo welche Folge wir sind. In der letzten Folge hat uns die gute Sophia mit ihrem endlos Treibstoff-Helikopter von den Sowjets gerettet. Wir sind aus unserem 200.000 PS-Jeep gesprungen und der stürzte die Klippe. Eigentlich führt uns der Weg nach Teonichtlan oder sowas in eine Maya-Stadt nach Brasilien wahrscheinlich oder Mexiko. Stattdessen haben wir in der Handelsstation die mysteriöse Mysterienkarte gekauft, die uns zurück nach Peru führte. Ich weiß nicht genau, warum zurück, weil wir waren da noch nicht. Scheinbar spielt man die Karte erst so am Ende des Spiels oder nach dem Spiel. Wir haben das jetzt gleich getan. Okay, dann tauchen wir mal ab und gucken, was uns hier erwartet. Uns warteten hier vor allem erstmal viele Piranhas. Und ich kann nicht genau sagen, wo es hier lang geht. Ich weiß nicht, ob Indiana Jones Karte Krein unter Wasser funktionieren würde. Ich gehe es gar nicht erst aus. Hier kommen wir, glaube ich, hier. Oh, da könnt ihr gleich mal sehen, wo wir herkommen. Naja, aus diesem Loch hier. Das stimmt so nicht ganz. Okay, runter. Und weiter geht das. Zurück in die Dunkelheit. Wie man sieht, sieht man nichts. Das ist sehr schade. Und da oben ist ein Schatz. Ah. Komm ich da irgendwie ran? Kann ich hier stehen? Ist da was? Man sieht ja wirklich nicht, gar nichts, ne? Kann ich hier mal ein Schlauchboot rausholen? Und ich habe eins dabei. Nö. Ah, komisch. Also ohne Beleuchtung, dunkle Höhle ist das schon doof, ne? Ja. Wir wissen, da oben ist ein Schatz. Ich sehe nicht, wie wir da hinkommen. Schade. Stattdessen folgen wir jetzt. Da oben ist doch einfach ein Absatz. In die Festhalten. Wieder mal hoch. Jetzt kann ich was sehen. Wir mussten sich erst deine mächtigen Sehorgane an die Dunkelheit gewöhnen, ne? Na gut, wir kommen nicht von aus dem Wasser daran. Stattdessen müssen wir jetzt gucken, wenn wir hier hinkommen. Na, guck mal in der Schau. Kann man hier sich irgendwo hochseilen? Nein. Ist schon spannend. Wenn man hier keine Orientierung hat, was ist das denn da? Oh, ein Fischi. Diese Art von Guppies mag ich nicht, deswegen ist er weg. Noch ein Luftloch. Das ist praktisch. Das sieht so aus, als ob ich da mich festhalten könnte. Wir sind weiter. Denke ich. Wir sind weiter. Hoffentlich. Ah, da. Ihn nippt halt genau den Ursprung an und. Er ist Indy. Ich mach das mal nach, der Jingle fehlt mir immer irgendwo. Ah. Betrachte einmal diese wunderschönen Schädel da drin. Das sollten wir so rausbekommen, ne? Hm. Okay. Was bist du? Kann ich dich entfachen? Ja. Hm. Observiermodus. Da. Da geht's weiter. Nee, springen. Erstmal Geld. Wir haben eine Menge Geld ausgegeben, um einen Privatflug herzuchartern. So, auf ins Ungewisse. Wow. Möchte ich bald sagen. Es gibt manchen Sachen im Leben, zieh doch einfach runter, ne? Was haben wir hier?
Kräuter? Nein. Das könnte aber ein schiebbarer Block sein. Ich bin mir nicht sicher. Wir schieben den mal kurz, nur bevor wir hier weitergehen. Ich kenne diese Art von Textur nicht. Irgendwie scheint aber dick zu machen. Wie gesagt, hier ist alles blind. Das nicht genug Platz. Ist leider sehr traurig für den Zuschauer, aber spannender für mich. Und somit wieder spannender für euch. Ja, so wird alles besser. Am Ende werde ich wahrscheinlich Schnelldurchlauf nochmal machen, damit wir alles sehen können. Oben. Es gibt hier einige Vorsprünge. Da kann ich mich nicht festhalten, weil es nicht gerade sein tut. Ach, hier. Irgendwas gibt es hier sicher zu tun. Kann ich das Ding vielleicht da lang schieben? Ich kann das nicht noch weiterschieben. Wer kann das nicht noch weiterschieben? Wow. Na gut. Okay, ich dachte, ich könnte da durch. Ist wohl nicht so. Oder ich kann springen. Das ist super. Nö. Ah, gut. Okay, das sagt mir aber, dass wir hier richtig sind. Auf irgendeine Weise. Wir malen auf welche. Umziehen. Sorge, wenn ich jetzt so lange brauche, um irgendwas zu finden, schneide ich natürlich. Ah, ich kann es verstopfen. Wie clever. Okay. Ein Antrieb. Schauen. Nichts hier. Dankeschön. Weiter. Brauche keine Luft zum Atmen. Ich brauche nur. Da komme ich her. Ja, gar nicht. Hahaha. Dann wollen wir mal aufsteigen. Großer Kristall. Und der schönste Kristall, den ich dieses Spiel je gesehen habe. Diese Falle kommt mir bekannt vor. Armer alter Forrestal. Forrestal? Der Kristall ist das hier. Das hier sollte Licht sein, Leute. Damals wurde Lichtschein mit Polygonkegeln dargestellt. Das war damals so. Wir gehen da erstmal außen rum. Ich habe so eine dumme Idee. Hi. Ach so? Oh. Hi. Hi. Er redete so letzte Folge, als ob er schon mal hier gewesen wäre. Das heißt... Okay, jetzt ist er zu spät. Unsere Endloshöhle, ne? Dann fressen wir erstmal den Schaden jetzt und krabbeln unten durch. Handy, Waffe weg, krabbeln. Und jetzt kannst du deinen Giftschaden heilen. Was ist hier? Ein Schatz. Was haben wir denn hier? Ein seltsamer Schlüssel. Ah. Der ist auch interessant. Hm. Hier sind wieder die guten Köpfe.
wie an der Wand. Ist jedenfalls interessanter als ein Ohrenbeklebnis, ne? Dann kann man das Lächeln seiner Verwandten noch einmal genau betrachten. Gucken wir uns mal um. Habt ihr irgendwo einen Schlüssel gesehen? Also ich habe einen Ort gesehen, der einen Schlüssel bedarf, nur kein Schlüsselloch. Das ist der ganz am Anfang in Peru gewesen. Ja, du darfst unten bleiben. So kommt man besser durch die Lücken. Okay. Können wir den Klotz irgendwie bewegen? Indy? Indy sagt nein. Ich sag doch, das endlich. Machen wir einfach den Panther-Modus. Da war eine Lücke. Da kommen wahrscheinlich irgendwelche Siegeblätter durch oder sowas. Wer weiß denn schon, das schon. Gutti, möglicherweise müssen wir jetzt zurück in die Unterwasserhöhlen. Weiß ich aber nicht. Hier gab es nur den Schlüssel, der Rest war zu. Ja, nehme ich auch. Und da geht's auch lang, okay. Gut. Ist der Weg vielleicht doch kürzer, als ich dachte. Bist denn du? Hey! Ich hatte die Statue in meiner Hand. Ach, deswegen zurück nach Peru. Das hier ist die Location des ersten Films, Leute. Hier ist so das Dings mit dem, wo er die abgewogen hatte, mit dem Sand und so. Ist das doch, ne? Alter. Aber gut. Jetzt auch noch immer das Problem der Giftpfeile, die herumfliegen. Die stören mich. Geh da mal rauf. Okay, das sieht nach einem Schlüsselloch aus. Möglicherweise. Da geht's abwärts. Ja, Mai, was ist denn da? Das kann ich ja nicht sehen. Was macht er? Okay, Schlüssel. Was ist das denn? Ach, der Steinschlüssel. Cool. Hätten hat sich nichts getan. Was ist das denn da oben? Ich meine, da ist doch auch irgendwas. Ich dachte eigentlich, dass das aufgeht. Da ist eine ganze Menge gar nichts. Okay. Dann, Leute. Abwärts. Ja. Ist ein großer Schritt. Ich weiß. Los, komm. Waffe ziehen. Dunkelheit umgibt uns wieder einmal.
dieser schweren Zeit. Ah, okay. So wird man das Problem los. Nee. Ich wollte das nicht mehr ansehen. Ich ja mangefährliche Arachnoiden ähnliche umhaue. Weiß, Skorpione sind keine Spinnentiere. Oder vielleicht doch. Mysteriöse Musik. Hier liegt Zeug rum. Ah. Darf auch umgehen. Sehr, Mann. Ja, danke schön. Das war das Geräusch, was ich hören wollte. So. Einmal diesen Stein entzünden. Kein Problem. Ist da was Schönes drin? Nö, die sehen sehr ungesund aus, diese Menschen. Ist halt so. Wow. Nein, Licht bitte. Ja, keine schönen Taschenspielertricks. Anzünden. Danke. So, es geht also weiter hier. Na, Assel. Sind die gefährlich? Noch nie gesehen, das Ding. Lass mal los. Cool. Achso. Verstehe. Wir benötigen die Peitsche. Indie. Da oben könnte ich stehen. Orientieren. Und hochziehen. Und Sprung. Das Schöne ist, ich weiß gar nicht, was ich in Peru hier mache. Ich habe nur die mysteriöse Karte gekauft und danach dachte ich mir, hey, willst du es halt, weil du musst. Und dann waren wir hier. Okay, ein langer Sprung und wir sind drüben. Kann mich an die Sachen ja gar nicht aus dem Film erinnern. Ist ja auch eine Weile her, als ich den gesehen habe. Nein! Das sieht etwas zu gefährlich aus. Selbst für jemanden wie mich. Es gibt keine Gefahr, die groß genug ist für dich, Indy. Mit einem gewagten Sprung kann ich dieser schrecklichen und tödlichen Falle entgehen. Aufgepasst. Oh nein! Ich muss einen besseren Platz finden. Zurück nach Peru. Also ich war mir sicher, dass das geht. Er muss einen besseren Platz finden. Das war ja somit das Beste, was ich im Angebot hatte. War es kein Long Jump? Long Jump, Silv? Versuch macht klug, wir machen es doch mal. Okay, nach knapp 10-minütigen Rumprobieren muss ich sagen, dass ich vielleicht einfach auf der falschen Fährte bin. Es gibt sicher noch andere Wege, die ich beschreiten kann. Hoffe ich. Naja. Okay, ich schätze mal, ich bin hier einfach nur sehr falsch. Denn ich habe ja gerade 10 Minuten lang zugeguckt, wie in die Fall im Stein erschlagen wird. Ist nicht so schön.
aufwärts. Na, Alter. Ein Speer hat auch nicht geholfen, ne? Gegen den Tod. Sieh sich einer das an. Das könnte wichtig sein. Es ist ein Was? Es ist ein Stock, Indy. Guck mal, Asseln. Die könnten wichtig sein. Kommt mit, Freunde. Ihr seid jetzt meine Augen und Ohren. Das hat nicht so recht geklappt. Was soll ich denn damit? Das Einzige, was ich jetzt wüsste, wo ich vielleicht was reinstecken könnte, wäre... diese Tür. Im letzten Raum. Na gut. Es ist doch manchmal sinnvoll, einfach nochmal zurückzugehen, wenn man meint, irgendwas wäre nicht gut. In die kommt klettern. Ja, ach, diese Steuerung ist doch einfach nicht so schön, ne? Einigen uns darauf, dass es eine einfache, primitive Steuerung ist. Aus einer längst vergessenen Zeit des Videospielens. Da. Daran dachte ich. Das war's, wo ich nochmal gucken wollte. Und es haben sogar zufällig was gefunden. Ich bin übrigens nicht nur 15 Mal vom Stein erschlagen worden, ich bin auch ungefähr 15 Mal, dreimal gestorben, als ich zurückgehen wollte. Aber nicht gesehen, weil ich schneide. Okay, da können wir es reinstecken. Ein Bambusrohr. Ernsthaft? Das sollte klappen. Warum? Was habe ich gemacht? Indy, was hast du getan? Also wirklich, wofür war das gut? Na gut. Es geht nur da lang, also gehen wir wieder zurück. Hoffen wir mal, dass Indy irgendwas sehr Schlaues getan hat. Das Ding guckt aber nach da hinten, ne? Und nicht jetzt im Stein. Und es war keine Hilfe in diese Richtung? Ach, die Peitsche. Durch kann ich auch nicht. Irgendwas da hinten gebracht. Ist das jetzt eine Bambusstange aus irgendeinem Grund? Nein, das war nicht für hier. Okay, mehr wollte ich nicht wissen. Also nochmal zurück. Das tat dem Kind nicht gut, aber es ist ein männliches Heldenkind. Das hält sowas aus. Uti, ja, hoffe ich. Wir haben da was durchgesteckt. Das kann uns sicher weiterhelfen, indem wir... Weiß ich nicht. Was haben wir verdammt nochmal getan? Wir haben da einen Stock reingelegt. Na gut. Ist schon wichtig irgendwo. Einen schönen Stock dabei zu haben. Okay.
Ich spring doch einfach, weil ich das sage. Das ist eine Lücke. Leute, wir haben zufällig Fortschritt. Das gefällt mir gut. Ich war irritiert, weil ich wusste nicht, wo die Stange hinschiebt. Das wirkte so random auf mich. Juhaisa, Sir. Lasst uns gemeinsam frohlocken. Gut. Ihre Geburt. Oh. Oh je. Hey, leichte, gezielte Sprünge könnten uns vielleicht rüberbringen. Kann doch einfach laufen. Unter einem Schatz oder sowas. Das weiß ich aber nicht. Okay. Dann geht's hier in die Finsternis. Wie immer. Es geht einfach nur weiter. Okay. Hallo. Hier kann man gut rausgucken. Nur wie kommt man da raus? Oder ist es Indies Schicksal, jetzt das sehende Auge von Machu Picchu zu werden oder sowas? Das Sachensprenggerät? Einfach nur klettern. Gucken. Ein Hechtsprung dadurch. Okay. Hechtsprung. Okay, wieder einmal umsehen. Das hilft immer gut. Oh. Aha, seht ihr mal. Da geht's weiter. Oh. Licht. Licht, Indy. Hey. Anzünden. Du kannst Metall anzünden. Danke. Hier ist ein roter, ein Goldgestein. Was ist das jetzt? Ich habe davon in dieser Grabkammer noch einen gesehen, ne? Den haben wir nicht geholt. Na, okay. Ist ja nicht ganz 100%, aber blind, das ist mir deswegen egal. Glaube ich. Oder ist es ein Gegenstand, ein wichtiger? Nö, ist ein Schatz. Okay. Ich habe eigentlich gehofft, dass es ja weitergeht. Tat es erstmal nicht, das war nur ein Schatz, wie es aussieht. Okay. Komisch. Na gut, Leute. Ich fürchte, das könnte es für heute gewesen sein. Wir gucken nochmal da runter. Aua, aua. Hm. Bin mir sicher, man kommt da irgendwie raus. Sicher gar kein Problem. Und zwar indem wir können da rausgucken, was war es denn auch schon. Na toll. Nein, wir kommen hier auf keinen Fall lang. Das war was auch immer da. Nicht dafür. Wir gehen zurück. Was aber ziemlich komisch ist, weil, naja. Wohin denn dann?
Okay. Machen wir einen kleinen Orientierungslauf. Wow. Immer noch sehr mysteriös. Weil was verdammt tun wir dann eigentlich hier? Na gut, dies und viele andere Fragen werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge beantworten, wenn es wieder heißt, verdammt doch mal, was macht Indy eigentlich in Peru? Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen und Mitleiden. Euer Nussknacker. Bye bye.